Welche Barrieren begegnen dir, wenn du in der Stadt unterwegs bist? Schilder, die eben auffallen. Ich kann die lesen von den Formen her und von den Zeichen her. Kannst du alleine in die Stadt zum Einkaufen? Wenn ich es auskenne, dann ja. Welche Unterstützung benötigst du in der Stadt? Wer soll es allein, schaffe ich das nicht. Dann habe ich keine Hilfe, der mir hilft oder der mir sagt, was das ist oder was da steht. Was würde dir bei einer Speisekarte helfen? Dass man bei einer Speisekarte, wenn man das nicht lesen kann, da Bilder sind, dass man das erkennen kann und nicht dann immer suchen, was da drin steht. Wo fehlt es an Barrierefreiheit in der Stadt? Wenn der Aufzug nicht geht, dann ist das für die Leute blöd, wie wegen Rollstuhl oder Fahrrad und so, ja. Wie sieht deine barrierefreie Stadt aus? Bunt, nicht so zugemüllt, eben, dass das sauber wäre, eben, dass die schöner aussehen werde. Also, wenn meine Stadt bunter wäre und so Knöpfe hat, dass man, wenn man das nicht lesen kann, dass man da drauf tritt und es dann anhören kann. Wenn man das Rathaus suchen will, dann kann man so einen Wegweiser machen, dass da ein Pfeil wäre mit einem Bild, dass da das ist, wo das Rathaus drauf ist, und dann da hinlaufen muss. Oder auch für Blinde, dass man das so noch, dass man auch so ein Bild für Blinde, so, dass auch ein Schild gibt für Blinde. Also wenn es Schilder für Blinde beim Bushaltestelle geben würde, wäre auch gut. Also da ist am Boden ja schon so Markierung oder so Spürding. Aber dass wenn jemand, der jetzt den Stock nicht hat und jemand anderes aufmerksam macht, der ist ein Schild für Blinde dann. Dass man so ein Mensch drauf tut, so mit dem Stock dann. So ein Schild, so ein rundes, wo dann drauf ist, für Blinde dann so ein Zeichen einfach. Wenn jemand jetzt den Stock nicht dabei hätte, ist nur ein Beispiel, der dann, also wenn jemand da wäre, das sagt, da ist ein Schild für Blinde dann, dass die wissen, da ist ein Blindenschild. Für Bushaltestelle.